Guten Tag, ihr Lieben. Ich muss sagen, es ist Ende des Monats. Ich hatte eigentlich vor, mir bestimmte Sachen für meine Tasche noch zu kaufen, um die dann nochmal anzunehmen. Nur Leute, es ist Ende des Monats. Und ich habe sage und schreibe 17 Euro auf meinem Konto. Und wir haben noch 6 Tage. Haben wir spontan eine Idee mit Sachen, die in meiner Wohnung sind. Was ich stattdessen machen könnte. Und wenn ich sage, es kam mir eine Idee, dann ja, Leute, die mich kennen, wissen, es kann verrückt werden. Ich habe, wie ihr seht, eine Staffelei, die leider schon etwas kaputt ist. Das heißt, ich hoffe, die fällt hier nicht auseinander während dem Drehen. Ich habe noch eine kleine Leinwand, die noch nicht bemalt wurde. Und ich habe noch Acrylfarbe, die seit Jahren in dieser Kiste schlummert. Und ich hoffe, dass sie nicht eingetrocknet ist. Ansonsten kann ich auch dieses Video über Bord werfen. Und ich habe hier meine besagten Random Questions. Ich habe mich heute für 250 Conversation Starters entschieden. Und dachte mir, ich werde diese 250 Conversation Starters in eine kreative, künstlerische Form drehen. Und zwar ist meine Idee. Meine Idee ist es jetzt, dass ich mir random einen Conversation Starter Topic raussuche. Natürlich darüber quatsche, falls mir was Witziges fallen sollte. Und dann male ich meine Vorstellung, meine kreative Vorstellung zu diesem Topic auf diese Leinwand. Und wir schauen am Ende des Videos, was für ein Prachtexemplar hierbei entstanden ist. Wir wissen ja alle, dass Kreativität und vor allem solche künstlerischen Gemälde und Exemplare ja sehr, wie sagt man das jetzt, auch respektvoll, auch irgendwo willkürlich entstehen. Und dann dachte ich mir so, warum nicht einfach mal so versuchen, ein Gemälde zu erschaffen, was dann nach 100.000 Millionen Euro wert sein könnte. Wie es sich gehört, habe ich wie ein echter Maler einen Teller vorbereitet. Okay, vielleicht soll ich den jetzt nicht so schräg halten, ansonsten für mich nicht warm. Ich habe einfach jetzt schon. Ich hoffe, ich habe nichts angefasst. Vor allem mit Acryl soll man aufpassen, ne? Like a Pro. Die Farbe vorbereitet, ja. Von jeder Farbe ein bisschen was? Tunk, 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 tunk. Ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt, weil ich habe schon überlegt, okay, mache ich irgendwie schon mal, male ich irgendwie schon mal das mit einer Farbe voll. Dann dachte ich mir aber so, nie. Das wäre ja auch schon wieder dann quasi komplett subjektiv und nicht von den Fragen abhängig. Wir wollen ja ein Conversation Starter Gemälde machen. Was auch immer das sein wird. What was the last funny video you saw? Kurz überlegen, wie mache ich es am besten? Also ich muss zugeben, das letzte richtig lustige Video, was ich gesehen habe, ist das Poolbau-Video von Julian Bam. Phil Fire ist irgendwie so diese Idee eben von man werkelt zusammen an einem Projekt rum und dann filmt man das und schneidet es zusammen und sorgt somit auch noch für Unterhaltung. Ey, ihr wisst gar nicht, wie sehr ich gerade struggle damit, das irgendwie einigermaßen kreativ auf diese Leinwand zu bringen. Ich glaube, malen ist nicht ganz so mein Skill. But hey! Das Wasser wird schön blau. Ich muss euch auch dieses Glas zeigen. Es sieht richtig geil aus. Das ist so eine geile Farbe. Ich finde die Farbe hammert. Ich überlege gerade, ob ich da noch was hinmale. Also es wird halt ein sehr abstraktes Bild, ne? Achso, ich zeige es euch übrigens bewusst nicht. Weil ich weiß, dass es eine Überraschung wird. Ja, also mit viel Fantasie könnte man vielleicht denken, dass das was mit dem Poolbau-Video zu tun hat.
Wie gesagt, it's kind of abstract. Obwohl, ich will noch eine Sache hinzufügen. Eine Sache hinzufügus und dann zum nächstes. Second conversation starter topic. What do you do to get rid of stress? Okay, let's go. Das wird wirklich interessant. Also, was ich persönlich zum Beispiel mache, um, wenn ich gestresst bin, eben direkt, also sagen wir mal, ich bin gestresst und ich versuche eine Sofortmaßnahme anzuwenden, dann ist es Ruhe. Ich muss kurz überlegen, wie ich das male. Alleine zu sein, meditieren zum Beispiel auch, oder Natur ist auch Sofortmaßnahme. Sonnenschein, ans Wasser setzen. Was sehr gut bei mir wirkt, ist sowas wie auch Blumen kaufen in Farben, die mich ansprechen und so. Ich habe mir natürlich auch die beste Kleidung für sowas ausgesucht, ey. Krass. Interessant. It's not that good. Well, it's kind of not that bad also. What is something you are obsessed with? Oh Leute, da gibt es viele Dinge, ich sag's euch. Um komplett ehrlich mit euch zu sein. Ich habe zum Beispiel jetzt auch wieder eine ziemlich stressige Woche. Und da ist Energy mein Freund und Helfer. Aber Energy ist nicht gesund, liebe Freunde. Und ich versuche das auch wieder in den Griff zu bekommen. Aber ich bin ein kleiner Energy-Suchti. Ich glaube, ich habe gerade mein Gemälde, was kind of not bad war, in bad verwandelt. Na gut. Ich habe auf den Boden getropft. War ja auch nur eine freie Zeit, nicht? Hauptsache, ich sitze da wie eine Lady und versuche so vielleicht das Video nicht ganz so unseriös wirken zu lassen. Ich hatte noch vor, eigentlich die Zähne zu putzen. Das haben wir nicht gemacht. Ich mache das danach. Ich so dachte, im Video merkt man es ja eh nicht. Jetzt hätte ich dieses Gefühl auf den Zähnen. Wow. Also ich sag mal so, mich würden danach, glaube ich, keine Leute anschreiben und fragen, ob ich für sie Gemälde malen kann. Also so realistisch bin ich dann schon etwas. Vor allem habe ich gerade was gemalt, wo ich mich frage, was wolltest du damit ausdrücken? Okay, sagen wir mal, es ist keine Energy-Sucht, sondern es ist eine Koffeinsucht. Das ist definitiv. Ich glaube, ich lasse es so. Koffeinsucht. Wow, Kinder, nimmt keine Drogen. Fangt am besten gar nicht damit an. What three words best describes you on? Wie soll ich denn sowas malen? Pressures. Das erste, was mir einfällt. Ich meine, man muss ja auch nur ehrlich sein. Impulsivität und Ungeduld. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Ich mache es jetzt sehr abstrakt. Und es geht auch so ein bisschen rein in die anderen. Oh, jetzt wird es aber sehr interpretationsfreudig, wenn es das Wort auch so gibt. Dann tolerant. Man kann sich natürlich selber nicht nur in drei Worten beschreiben, ne? Also das ist natürlich klar. Aber für dieses Video suche ich mir jetzt einfach mal drei Randoms aus. Die Farbe sieht zwar nicht wirklich weltoffen aus, aber ist okay. Ich glaube, es wird langsam. Ganz interessant. Das geht so voll in Wellen, ne? Ich denke mir immer so, boah. Oh, interessant. Boah. Oh, interessant. Und die dritte Eigenschaft. Nachdenklich. Ich habe sehr viele Gedanken. Sehr viele Gedanken. Next questions. What's your favorite number? Cool. Das macht das Bild noch interessanter, als es eh schon ist. Vielleicht auch ein bisschen verstörender, als es eh schon ist. Meine Lieblingsnummer ist die 4. Ich kann euch eigentlich gar nicht so richtig sagen, warum. Es hat sich irgendwie recht früh bei mir so entwickelt. Und was witzig ist, ich weiß nicht, ob das eben damit einhergeht, aber irgendwie verbinde ich auch, also meine Lieblingsfarbe ist zum Beispiel gelb. Also ich habe nicht nur gelb, aber ich finde, gelb ist eine der Lieblingsfarben. Also ich liebe gelb, orange und rot. Letztens hieß es dann irgendwie, dass die Nummer 4 mit der Farbe gelb irgendwie korreliert. Ich weiß nicht, ob das richtige Wort war, aber es hatte sich jetzt irgendwie gerade schlau angehört. Weiß nicht, ob ich das vielleicht irgendwie unterbewusst, ich muss mal kurz mal mein Bild trocknen, schon mal irgendwie gehört habe und deswegen
finde ich irgendwie die Nummer 4 cool. Aber es ist die Nummer 4. Und es gibt keinen richtigen Grund, wieso. Warum male ich denn jetzt so? Das heißt, hier die Staffelei darf ihre Funktion gar nicht ausfüllen, oder was? Hä, saugeil. Irgendwie. Ich wäre nie darauf gekommen, ein Bild so zu malen. Allein deswegen ist es schon irgendwie krank. What are you going to do this weekend? Work, 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 work. Ich werde arbeiten, wahrscheinlich Sport machen und das Video schneiden. Wie male ich das jetzt am besten? Blockade. Ich habe eine kreative Blockade. Ich freue mich schon so darauf, heute zu zeigen und zu erklären. Awkward. What's the most useful thing you own? Sieht bestimmt aus, als würde ich mir gerade mein Getränk hier so zurechtrühren. Ich würde sagen, wenn man vom Materiellen ausgehen würde, mein Handy. Wenn man jetzt aber so vom Herzen ausgehen würde, gibt es ein Buch, das für mich sehr useful ist. Hauptsache nicht bewegen, ne? Nicht aufstehen. Und zwar ist es, Gelassenheit beginnt im Kopf. Man sieht schon, das ist schon echt gebraucht. Ich habe es, glaube ich, schon zweimal oder so durchgelesen. Und es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Buch. Da weiß ich auch schon, was ich male. Mir fällt gerade auf, ich wollte weiß auf weiß malen. Ja, das sieht man halt nicht, ne? Das ist halt gut. Oh Gott, das wird man nie im Leben erkennen, was das sein soll. Zum Glück erkläre ich das danach. Kennt ihr das, wenn ihr so Videos anguckt von Leuten, die irgendwas mit Malen zum Beispiel machen, ja? Irgendwas mit Gemälde malen, aber dann auf so funny, Unterhaltungsbasis, ne? Und dann denkst du dir so, haha, ja cool, siehst du gleich, wie die fertig sind und denkst dir dann so, ja, dann kannst du dich mit dem freuen, wie dezent witzig es geworden ist, um nicht zu sagen. Und dann zeigen sie dieses Bild und du denkst dir so, warte mal, das sieht richtig gut aus. Und wenn ich mir jetzt so mein Bild angucke, denke ich mir so, nein! What's your favorite thing? Or way to waste time. Das ist ganz klar wie Kloßbrühe. Diese Plattform hier. Wie Kloßbrühe ist nicht klar, wisch. Okay, danke, danke für die. Es sieht aus, als wäre es von einem vierjährigen Kind, wie die Zahl, die hier am meisten raussticht. Also ich würde sagen, letzte Frage. Mein Gemälde ist nämlich schon sehr voll mit Dingen, aber es ist irgendwie so, dass da so noch ein bisschen die Hintergrundfarbe fehlt und ich würde einfach mal sagen, ich lese jetzt noch die letzte Frage vor und würde das der Hintergrundfarbe dann anpassen, die ich damit assoziiere. Okay, und zack, die nehme ich. What is the controversial opinion you have? Geht's noch ein bisschen einfacher? Wie soll ich denn eine controversial opinion als Farbe? Ich suche mir noch mal eine allerletzte Frage aus. Bisschen einfacher bitte. Also, what trend did you follow when you were younger? Da habe ich eine gute Antwort. Daily Jeans. Die waren so ausgebleicht vorne und hatten meistens noch so irgendwelche Symbole oder so an den Taschen, glaube ich. So Schlaghose. Und ich nehme jetzt diese blau-weiße Farbe als Hintergrund. Ja, wenn ich dieses Gemälde erkläre, das wird voll deep und gibt wahrscheinlich mega viel Aufschluss über meine Persona. Kommen wir nun zum Moment, auf den alle gewartet haben. Es sieht aus wie von einer Vierjährigen, ich weiß. Deswegen, da ist eine Vier, das steht dafür. Also, Erklärung. Die erste Frage war, was war das witzigste Video, was du seit kurzem... Nee, what? Was war das letzte lustigste Video, was du gesehen hast? Wie gesagt, das Poolbau-Video von Julian Bam.
Das war hier das erste, was ich gemalt habe. Ich weiß, es hat jetzt nicht viel Ähnlichkeiten mit einem Pool, aber ich meinte ja, es geht um abstrakte Kunst und Assoziationa. Wirklich blau, ne? Für Pool, Wasser, blaues Wasser. Dann habe ich hier aber ein bisschen schwarz hinzugefügt, weil jeder, der Julian Bam verfolgt, weiß, dass es am Anfang ein bisschen schwierig war, als sie das selber versucht haben zu bauen. Lustig, aber schwierig. Und dieses Gelb, diese gelbe Sonne kam jetzt, steht dafür, dass der live kam und ihm jetzt einen richtig geilen Pool besorgt und somit kommt diese Sonne leicht, aber sicher hervor und diese Mischung beschreibt den ganzen Poolbauprozess. Next question, bevor es noch cringiger wird. Dann war die Frage, was ich mache, um Stress irgendwie vorzubeugen. Da habe ich hier Om hingeschrieben in verschiedenen Farben. Weil ich meinte, ja, Ruhe ist für mich so das und Meditation, was mich am schnellsten rausbringt, wenn ich richtig gestresst bin. Und habe dann eben in verschiedenen Farben, und zwar hier die Rot-, Orange- und Gelbtöne, weil es meine Lieblingsfarben sind. Dann habe ich hier auch noch in Grün Om hingeschrieben. Die letzten Worte sieht man nicht, weil es eine andere Frage teilweise überdeckt. Dazu kommen wir gleich. Weil Grün steht für die Natur, was mir auch ziemlich oder sehr hilft, wenn ich gestresst bin. Nach was bin ich süchtig? Habe hier Koffein, was man nicht erkennen kann. Meine Koffeinsucht versucht zu symbolisieren. Einmal einen Energy Drink, den man überhaupt nicht erkennen kann, und eine Kaffeebohne. Ja. Und dann kam die Frage, welche drei Wörter mich beschreiben. Und die habe ich dann eben so ein bisschen so. Ich habe hier die Regenbogenfarben von dem Om als weltoffen. Einfach, ich dachte mir so, hey komm, das steht für weltoffen, brauchst du nichts extra malen. Kommt meine Faulheit raus. Das wäre ein viertes Wort gewesen, was mich beschreibt. Und dann habe ich hier diese roten Strichen stehen für die Impulsivität und für die Ungeduld. Für die viele Energie, die ich dann manchmal habe. Ein bisschen, und meine Staffelei geht flöten. Und diese Gedankenblase, ja, es soll eine Gedankenblase sein. Die überschattet auch so ein bisschen die Weltoffenheit und die Impulsivität, weil die eben meistens die Impulsivität auch ein bisschen eindämmt. Aber leider auch eben die Weltoffenheit, weil man sich zu viele Gedanken macht und dann zu viel auch teilweise sich von seinem Pfad abbringen lässt. Dann kam es zu meiner Lieblingszahl, offensichtlich eine 4. Ich habe sie in Gelb gemalt, weil eben Gelb auch meine Lieblingsfarbe ist, einer meiner Lieblingsfarben. Und man wohl 4 auch mit Gelb assoziiert, was ich nicht wusste. Und ein Stück Kaffee. So viel zum Thema Koffein. So. Dann hatten wir das brauchbarste Ding, was ich besitze, da habe ich ja euch gesagt, das Buch von unbezahlte Werbung, aber ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der auch so ein bisschen zu viele Gedanken im Kopf hat. Gelassenheit beginnt im Kopf, und dann soll das hier unten soll ein, wie sagt man, eine Löwenzahnblüte sein. Pusteblume. Die ist nämlich auch hier unten auf dem Buchcover. Ich würde sagen, die Ähnlichkeit ist auf jeden Fall vorhanden. Ja. Gehen wir weiter. Hier ist übrigens ein Ding, was weggepustet wurde. Ja, hier oben. Das ist keine Schaufel, das ist kein Krähenfuß. Gehen wir weiter. Dann hieß es, was mache ich am Wochenende? Da habe ich gesagt, Sport, Schneiden, Arbeiten. Und dann habe ich mich hier als lila Männchen mit Muckis gezeichnet, weil das Wochenende sehr muckireich wird. Mit was ich am meisten Zeit verschwende. Und da habe ich eben das YouTube-Symbol gezeichnet. Das ist, glaube ich, die ehrlichste Antwort überhaupt. Die letzte Frage war ein Trend aus der Kindheit. Die Daily Jeans. Und damit habe ich dann hier den Hintergrund jetzt so weiß-blau gemacht, weil eben quasi vorne ausgebleicht, sonst eine blaue Jeans. Dachte ich mir, weiß und blau mische ich. Gibt eine schöne Hintergrundfarbe. Und ich würde sagen, meine lieben Freunde, das ist meine Assoziationa von bestimmten Conversation Topics. Ja, Fragen. Ich weiß nicht, ob das das komischste Video auf YouTube sein wird, was ich je gedreht habe, oder was es vielleicht allgemein je auf YouTube gegeben hat. Oh yes, 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 it's a mess. Also meine lieben Freunde, meine Staffelei, mein Gemälde, was bald in 10 Jahren 1 Million Euro wert sein wird. Und wir verabschieden uns hier mit bei euch,
Es freut mich sehr, falls ihr bis hierhin dran geblieben seid. Hinterlasst mir nochmal eine Bewertung, damit ich weiß, ob es euch gefallen hat oder nicht. Ich weiß, mit dem Hate-Rate wird es wahrscheinlich ein bisschen... Ja, auf jeden Fall hinterlasst mir gerne Kommentare und was eure Antwort auf, auf die Conversation Starter Topics ist, ob ihr dieses Gemälde mir abkaufen wollen würdet. Ich meine, es ist Ende des Monats, ich habe kein Geld mehr. Ja, sage bis dann und bis nächste Woche. Ich freue mich sehr. So, und jetzt muss ich erstmal hier den Boden sauber machen. Der hat nämlich eindeutig mitgemalt. Süß, wie im Kindergarten.